Willkommen zurück zu Dead Space, gemacht von, aufgenommen von Black Hand. Gemacht wäre cool, da würde ich jede Menge Geld mit verdienen. Hoffe ich auf jeden Fall. Und ich habe was verpasst im Spiel. Mir wurde gesagt, ich habe bei dem schwarzen Klops eine Diamantplatine vergessen. Und ich bin eben schon mal zurück in der Hoffnung, ich kann sie noch einsammeln, aber nein, der Weg ist versperrt. Es ist alles scheiße. So, wo sind wir hier? Es sieht so aus, als ob wir nach draußen kommen. Ich sollte mal Medikit nehmen. Ich habe kein Medikit mehr, war ja klar. Wieso ist jetzt keine... Ach so, ja, hier war keine Luft mehr. Ah, das Ding explodiert. Schnell weg hier. Wow, ich habe keinen Bock mit zu explodieren. Oh. Ich will was sehen. Ich bin Gaffer. Ja, toll, da passiert nichts. So, erstmal hole ich mir jetzt Luft. Und damit ich das mal klarstellen kann, ich habe das H2O genannt. Das ist O2, kein H2O. Wir atmen kein Wasser, wir sind keine Fischmonster. Wow, so. Also, hier ist die Luke, das heißt, da müsste circa... Genau. Wollen wir einmal lang. Busch. So, ich hoffe, jetzt kommt kein Viech, weil unsere Energie ist mehr als stark belastet. So, aber da kommt jetzt hundertprozentig was. Ich kenne das Spiel inzwischen. Ist nur die Frage, was jetzt kommt. Irgendwas Großes? Oder was Kleines? Also im Moment kommt gar nichts. Und meine Maus hackt mal wieder. Und ich höre was. Ah, das war klar. Keine Stase mehr. Und er ist tot. Und ein Medikit. Mein erster Reflex war gerade direkt die Stase, aber sie ist leer. Das ist Kacke. Richtig Kacke. Oh, ein Geschenk. Nee, ich bin Atheist. Kein Geschenk Gottes. Wow. Inventar. Haben wir denn nichts, das wir verkaufen können? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen alles. Wir brauchen wirklich alles. Moment, können wir denn was kaufen? Das ist ja was anderes. Oder wenigstens mal gucken, ob der neue Anzug schon da ist. Hab ich gerade gar nicht drauf geachtet. Level 4? Nee, ist nichts da. Also, wir können noch was sparen. Buh. Mal sehen, was jetzt kommt. Hm. Freie Bahn. Und hier haben wir unser Kapitelende. Sehr schön. Mal so nebenbei bemerkt. Haben wir Energieknoten? Ja, zwei Stück. Ich liebe Energieknoten. So, das heißt, wir müssten theoretisch den Plasma-Cutter aufwerten können auf Schaden. Ja, Tatsache. Einmal Kapazität. Was sagt denn die Munition? Weil wenn das Magazin jetzt voll ist... Ja, das ist mal wieder totale Verschwendung. Aber ich will den Schaden haben. Sparen wir automatisch Munition mit. Wir könnten aber auch in diese Richtung gehen. Machen wir aber nicht. Hier ist deutlich besser Tempo. So, Kapazität. Schaden. Schaden gleich Pain gleich Tod. So. Das war jetzt meine Erklärung. Liegt da was? Nö. Liegt mal wieder ein Aschenbecher. Man muss mal drauf achten. Die Entwickler, die diesen Raum designt haben, die hatten gerade bestimmt Lust, sich eine zu rauchen und deswegen steht da ein Aschenbecher. Muss doch irgendeine Hintergrundgeschichte haben, weswegen dann Aschenbecher steht. Oder etwa nicht. So. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Und wir nähern uns immer schneller dem Ende. Auch wenn es die letzten Videos eher so aussah, als ob es kriechend vorangeht. So, hier speichern wir. Das ist der älteste. Kapitel 10. Das Ende aller Tage. Klingt mal wieder sehr optimistisch. Ishimura. Moonwell System. So, was haben wir hier wieder? Sieht ja mal wieder herrlich aus. Hier überall direkt Blut. Ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind.
Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Ist mal wieder eine ziemlich schöne Etage. Habt ihr gerade die Größe gesehen? Ich freue mich drauf, ja, unwahrscheinlich. So, Strahlmunition. Boah, da ist wieder eine Kiste versteckt. Was haben wir? Ripperklinge. Ich hasse Ripper. Was haben wir da? Impulsprojektile. Her damit. Nicht unnötig bewegen. Ich bin faul. Ich bin vor allen Dingen müde. Seit ich gestern die letzten Folgen gedreht habe, danach habe ich noch ein paar Let's Plays geguckt, bin ich irgendwann um 8 Uhr morgens eingepennt. Und seitdem ich aufgestanden bin, kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Ich bin total übermüdet. Ich zwinge mich gerade, das Let's Play fortzuführen. Boah. Ja, und weiter? Wo gehen wir jetzt lang? Also, ja, hier sieht man mal wieder viel. Kann man nicht... schon besser. Also, umdrehen. Aufzug. Und hier ist irgendwer am Singen. Also so schlimm kann es um das Schiff ja gar nicht stehen, wenn die Leute noch singen. Ein Textlog. Reicht die Zeit? Ja, die Zeit reicht. Aber vorher, ne? Hier so mal nebenbei Credits holen. Ich hab gesagt, Credits holen. Jetzt nimm die scheiß Credits. Willst du mich verarschen? So. Die hingen da drin fest. Der konnte die nicht mal mit der Telekinese rausholen. Hat aber doch geklappt gerade. Textblock. Mal hier schön alles ausrichten. Unitology-Artikel. Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur die, der nächste Schwindel von Carrie Van Otken oder Olken? Sehe ich nicht. Auflösung zu beschissen. So, runter, runter, runter. Wenn sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass sie... Das Singen irritiert gerade. Dass sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche COS und Offiziere. Hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt 2 der größten Kreditinstitute der Erde. GPSG, finanziell oder so, keine Ahnung, noch nie in Englisch gelesen, und Unitas Energy Investments. Von seinem Von seinen Anfängen als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten, etablierten Religion gemausert. Die wesentlichen Fakten sind... Am liebsten würde ich die Aufstellung jetzt umändern, die Auflösung, dann könnte ich was lesen, aber so nicht. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologie-Professor Michael Altman die nach seinen Angaben größte Vertuschungsaktion der Erdregierung auffliegen. Die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Wo war ich denn jetzt? Ich muss immer auf den linken Bildschirm gucken. Ich habe 2 Bildschirme. Auf dem linken ist mein Timer. So, die Entdeckungsmarker, bla bla, Zweifel bewies, da. Die Regierung bezeichnete Altman daraufhin als Spinner, doch seine Behauptung fielen bei einigen auf furchtbarem Boden und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch. Unitologen glauben, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. Runter. Boah, ist das viel. Habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Bin ich viel zu müde für. Der Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten von Menschen besiedelten Weltraum preisen Unitologen Altmans Märtyrertod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt und sie
zu ihrem neuen Leben nach dem Tod geleiten. Ja, komischer Satz, aber im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an. Allerdings gibt es wie bei jedem Kult auch hier eine dunkle Seite. Boah, ist jetzt bald mal gut hier. Ich muss gleich schneiden. Nee, Quatsch, ich muss jetzt schneiden. Ja, ich mache hier kurz Pause.